Oder? Da haben wir was. Wow. Ein Ritual, ein unbekanntes Ritual. Und eine besessene Frau. Was ist hier nur immer los? Los. Was ist los? In den Raum schon schleichen sollen. Boah, ist echt schwer mit ihr. Ich kann mir vorstellen, dass bei einem Zustand ganz Zuschauen ganz spannend ist. Aber das jetzt gerade, ey. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Da muss ich jetzt mal Wasser trinken. Gucken, von wo an wir jetzt starten. Da der Ladebildschirm Gott sei Dank so lang ist, kann ich mir gemütlich jetzt hier was einschütten. Ah, ist das schön. Die Mücke ist nie wieder aufgetaucht. Hängt sie mir schon auf die Nase. Aber was ist denn wie mit den Haaren schon wieder los? Mann. Oh, wupp. Oh, Haut. Boah. Ich habe mir sowas locker Luftiges angezogen, damit ich mich hier nicht völlig totschwitze. Weißt du? Der Sommer war weg. Ne? Der Sommer war komplett weg. Wir haben tatsächlich wieder den Kamin angemacht, weil es so elendig kalt war. Und dann ist auf einmal das wieder. Wo genau bin ich hier? Es ist immer noch die zweite Etage. Okay, ist immer, oder? Ja, doch, die zweite Etage. Das heißt, ich kann ja mal jetzt hier in Ruhe nochmal gucken, weil die kommt ja erst da vorne, glaube ich. Da oben war wieder der rote Faden. Da kann ich nicht rein. Da auch nicht. Und ja, da ist abgeschlossen. Wieso kann ich eigentlich hier so gut reingucken? Okay, das ist einfach nur ein leerer Raum. 11205. Achso. Ich dachte gerade, da hat sich ein Schatten bewegt. Das fängt schon wieder an, Leute. Es geht schon wieder los. Hier kann ich wahrscheinlich auch nicht rein. Nope. Gut, dann wollen wir mal. Mal, um das Ganze zu verkürzen. Aber irgendwie nimmt mir das gerade die Angst. Ich weiß nicht. Okay, sie kommt also direkt aus dem ersten Raum raus. Ist egal, wir fangen jetzt eh wieder da an. Sie kommt also genau aus dem Raum raus. Die hat sich ja gerade ziemlich lange aufgehalten, ne? Ich könnte versuchen, wenn sie in den zweiten Raum geht, anstatt so ewig lange zu warten, direkt geradeaus in den letzten Raum zu gehen. Der ganz letzte Raum, in dem wir uns gerade versucht haben zu verstecken, war ja einfach mal eine totale Verarsche. Da war ja mal gar nichts. Und das jetzt gerade, dieser helle Raum, ist wohl der Raum, wo wir den Schlüssel kriegen, die Schlüsselkarte. Und dann können wir der dämlichen Jane hinterher, von der wir immer noch nicht wissen, warum die andauernd irgendwo stehen bleibt, auf uns wartet und dann doch wieder geht. Oh, ne, doch nicht. Ich bin Jane. So, Ladebildschirm wieder. Den habe ich vergessen. Ich habe den bis jetzt, glaube ich, nicht rausgeschnitten, ne? Ertragen wir ihn einfach. Boah, aber es ist schon heftig. Also das Spiel ist wirklich schon heftig. So, und so einige Mechaniken finde ich eigentlich sogar ganz geil, ne? So mit den, dass wenn wir in diesem Ding sind, wenn wir in diesem Schließfach, Schrank sind, was zu hören, in diesem Spind, dass wir uns da ducken müssen. Tatsächlich. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und auch, dass wir so... Du hast in vielen Spielen immer dieses auch in Outlast, dass du nach oben gucken kannst. Nur wenn du nach oben guckst, dann ist es irgendwie immer so, dass die Gegner dich sofort sehen. Und hier ist es eigentlich ganz gut gemacht. Finde ich. Da müssen wir rein. Wo geht sie hin? Gucken wir mal. Oh, ich gehe mal hier so rein. Was ist denn da? Ist das ein Raum? Ja, das ist ein Raum.
Warte, guck ich mir mal an hier. Ja, ist ein schöner Raum. Da geh mal rein. Ich schwör, die war doch da drin. Was soll das? Mann. Ich bin so ungeduldig. Ich kann nicht schleichen. Das dauert zu lange. Es kommt am wenigsten hier rein. Mann. Ich habe übrigens heute gar nicht... Ich habe heute noch gar nicht gegessen. Ich wollte heute kochen. Ich habe auch noch gar keine Nüsse gegessen. Ich habe vergessen, Nüsse zu holen. Die geben mir immer... Nüsse geben mir mehr Energie tatsächlich mittlerweile als so ein Mate oder so ein Energy Drink. Energy Drink trinke ich sowieso nicht mehr, weil ich davon immer so elendige Bauchschmerzen gekriegt habe. Mate hat am Anfang immer so angenehm wach gemacht und jetzt irgendwie nicht mehr, aber es schmeckt lecker. Also nicht das richtige Mate, sondern das. Mate-Tee habe ich auch ausprobiert, da muss ich aber irgendwie sofort auf Toilette immer. Und ja, jetzt Nüsse. Nüsse sind super. Darf man nur nicht zu viel, obwohl bei, doch, bei einer Low-Carb.de darf man das. Nüsse sind nämlich fettig. Fettig sind Nüsse. Okay. Weiß das da oben? Hm. Wo ist sie jetzt? Schnelldurchlauf. Manche mögen das ja. Warte, ich schreibe mir mal die Zeit auf. So. 30. Schnelldurchlauf. Und dann halte ich jetzt mal die Klappe. Und dann seht ihr seltsame Bewegungen vor der Kamera, weil es auf, keine Ahnung, 300% oder 400% verschnellert ist mit lustiger Musik. Ab jetzt! Thank you.
ich bin wieder da. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Okay, wir brauchen, oh, du Scheiße. Wie soll ich denn jetzt noch? Insert your card in the machine. Insert your password. Swipe the card once the password is entered. Okay, wir brauchen das Passwort. Es fängt an mit einer 1 und endet mit einer 6. Jetzt soll ich sowas machen. Jetzt. Wir haben ja gerade keinen Stress oder so. Ist alles in Ordnung. Steht da was drauf? Achso, das ist das. Okay. Was haben wir hier? Warte mal. 1. Da haben wir es doch. 8, 3. Ich meine, es ist sehr auffällig. Deswegen. 8, 3, 4, 7. Wenn ihr das lesen wollt, warte, ich mache das einmal ganz kurz, weil ich bin gerade viel zu sehr unter Stress. Hier, da, so viel haben wir verdient, bla bla. So. Kann sein, dass ich gleich nochmal drauf gucken muss, aber. Eins. Acht. Drei. Vier, sieben. Gut, wir haben die Karte, aber Leute, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Aber wir hören es natürlich. Boah, ey, heilige Scheiße. Das war jetzt gerade echt eine knappe Kiste die ganze Zeit. Ich habe immer wieder gehört, wie dieses kam. Okay, da ist sie wieder. Come back, sagt sie, aber sie macht noch was hier. What is happening to me, sagt sie, glaube ich, noch. Okay, und wir wissen jetzt, wo wir da hin müssen. Und dann müssen wir Jane hinterher. Und da steht er wahrscheinlich wieder. Fine Jane. Oh. Okay, jetzt durch die Tür zurück. Schnell in den Fahrstuhl. Was? Dritte Etage. Und dann direkt nach rechts. Du wirst es mir nicht einfach machen, oder? Soll ich... Nein. Wenn sie gleich mit dem Rücken zu mir steht, soll ich das... Soll ich es wagen? Komm, guck da rein. Guck da vorne rein. Ich muss das jetzt machen. Ich komme hier sonst nicht weg. Ich komme hier einfach sonst nicht weg. Ich muss das so machen. Weil ich ganz genau weiß, sie wird sich jetzt nur vorne aufhalten. Oh Gott, ihre Augen. Oh Gott, ihre Augen. Mädchen, ich würde dir gerne helfen, aber... Ich kann es nicht richtig hören. Übrigens, ich hab das Gefühl gehabt, dass hier irgendwas stimmt mit meinem Mikro nicht oder mit dem Mischpult. Ich übersteuerte manchmal und ich habe tatsächlich auch irgendwie im Headset selbst gehört, obwohl ich mich gar nicht abnehme. Ist voll strange. Ich hoffe, es ist jetzt besser, weil ein bisschen was habe ich verstellt. Falls ich irgendwann nochmal übersteuere, und ich hoffe, dass wir das gleich nicht ausprobieren können, weil dazu müsste ich mich stark erschrecken, schreibt es mir doch dann in die Kommentare, falls euch in dieser Aufnahmesession, wo ich das hier anhab, aufgefallen ist. Okay, perfekt. Perfekt, bleib genau da. Verarschen. Nein, nicht. Oh Gott, das wäre...
Nein. Drei! Als Jumpscare wäre es halt echt so gut gewesen, leider gerade. Dass wir wirklich noch mit dem Fahrstuhl fahren müssen. Eigentlich gibt es immer so Spiele, da gibt es immer so Cutscenes oder es fadet schwarz aus. Okay. Was zum... Oh nein. Eine blöde Kuh ist doch überall, ne? 1, 2, 3, 1, 5, 4. Oh, okay, das ist ein sehr interessanter Raum. Leck mich! Wir wissen, was hier abgeht. Okay, hier kann ich noch nichts machen. Da gucken wir mal. The main tool. By liking sentence increases in different amounts will result in a different outcome. Those who. Ich kann das hier anzünden. Vielleicht ist das schon. Und dann erscheinen da Geister. Und da stand aber, die Geister, die du beschwörst und dann pum pum pum. Was ist mit den Geistern? Hat ja wieder lang... Duck dich doch! Hat ja wieder lange gehalten. Puh. Aber hey, wir haben den Fortschritt. Yay, ich bin weitergekommen. Endlich. Ah, wir kommen schon gut voran eigentlich. Aber wir sind schon sehr lange in dieser Schule jetzt, oder? Ich bin das immer so gewohnt bei diesen etwas kleineren Spielen. So. Bei den etwas kleineren Spielen, dass wir wirklich nicht so viel Spielzeit haben. Dass die Kapitel auch nicht so lang sind. Und ich brauche einfach nur gerade so einen Abschluss für mich, damit ich die Aufnahme auch beenden kann. Ich brauche sowas wie, naja, das Zuhause-Ding. In den Keller da, dieses kleine... Ich will nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das eigentlich will. Oh. Ach, das ist sie immer, oder was? Kann ich da jetzt gar nicht lang, oder was? Mal gucken, ob sie gleich auch noch hier in den Nebenflur ist. Sie geht jetzt wieder da raus. Warte mal. Lass mich mal ganz kurz. Oh. Okay. Also. Ich lese das hier nochmal. Okay, different outcomes. One is lit. Those who. Es wurde angezündet teilweise. Soll ich es vielleicht ausmachen? Was willst du von mir, verdammt nochmal, Spiel? Was willst du? Okay. Ich darf da nicht lang. Sieht er mich durch das Fenster auch? Da hat sie schön ihre Schützlinge aufgestellt. Okay. Dann probieren wir es doch mal. Ich habe ja jetzt was gefunden. Nur noch anzünden irgendwie. Am besten, wenn sie nicht kommt. Oh, jetzt kommt da, guck mal, da kommt ihr Typ. Wo bin ich? Ich bin der Klaus. Ich will hier nicht raus. Jetzt
Jetzt guckt er hier rein. Könntest du bitte gehen? Was soll das? Könntest du das bitte nicht tun? Hallo? Hä? Oder kann ich jetzt da lang... Ah! Warte mal. Jetzt ist er hier weg. Okay. Schere irgendwas? Nein. Ist ja ganz cool gemacht. Da vorne haben wir wieder einen. Der darf mich nicht sehen. Hier haben wir nichts mehr. Nein. Wenn er wegguckt, kann ich die Tür ausprobieren. Das funktioniert natürlich nicht. Okay. Sind wieder Kerzen. Liegt hier irgendwo was? Ja, da ist wieder so ein Ding zum Anzünden. Ich brauche nur noch wieder so ein... Oh, so eine Wunderkerze. Hm? Ist es die auch noch zusätzlich hier? Was soll das denn? Als ob die gehen? Das ist irgendwie super spannend. Okay, sie ist da. Und ich kann aber auch nicht durch die Tür da, weil er ja direkt dahin guckt. Oder kann ich doch? Warte mal. Ich mach mal was, ne? Ich mach mal kurz was. Warte. Upp. Ah, ich weiß nicht, wo ich das Ding jetzt suchen soll. Ich weiß nicht, ob es in diesem Raum ist oder in einem anderen Raum. Clever gemacht. Also, super nervig nach einer Weile. Ich weiß jetzt schon, dass es super nervig wird. Aber eigentlich ganz gut, dass sich das jetzt wieder ändert. Dass wir nicht nur schleichen müssen, sondern dass wir jetzt auch wirklich was dafür tun müssen. Wenn sie jetzt geht. Sie wird nicht rechts durch die Tür gehen, sondern wieder links, oder? Weil das heißt sonst, ich könnte links... Ich kann ja eh nicht an ihnen vorbei. Ja. Okay, alles klar. Warte mal, bis sie weg ist. Ach, Kotzi. Du alte Birne. Da haben wir nichts. Hm. Okay, das wird jetzt interessant. Ich weiß nicht, soll ich da probieren, durch die rechte Tür zu gehen? Ich kann nicht an... Sagen wir so, ich kann nicht an ihm vorbei. Sowieso nicht. Ich kann nicht durch die linke Tür. Die linke Tür ist sowas von tabu. Sie ist da, er steht da. Sie kommt hoffentlich nicht nochmal hier rein. Aber es besteht so eine minimale Chance, weil er guckt ja irgendwann nach links. Guck mal, oh Gott, wir müssen beide abtimen. Er guckt irgendwann nach links. So jetzt in meine Richtung. Und ich könnte dann hier vorne unter den Tisch, verstehst du? So, wenn er jetzt gerade ausguckt, zum Beispiel, würde ich versuchen, jetzt gleich hier vorne unterm Tisch zu gehen. Ist ja egal, wir probieren es einfach mal. Okay, es hat... Und dann da durch. Und ich glaube dann nach links. Scheiße. Huh, wie fies das teilweise ist. Wie fies das einfach teilweise ist. So, jetzt ist sie da. Jetzt müssen wir aber noch wegen ihm gucken. Guck nach links. Guck nach links. Ich will nur kurz hier... Guck weg. Scheiße, sie muss aber auch weg. Okay, hier ist nichts. Scheiße. Von hier aus kann er mich, glaube ich, nicht sehen, ne? Liegt aber auch nichts auf dem Tisch. Okay, hier war jetzt noch ein Flur. Muss ich dem halt... Ansonsten kann ich hier irgendwie... Da ist noch ein
das wird ein bisschen hart werden. Das wird da. Okay, ich dachte, ich könnte da rein. Scheiße. Das ist also ein Raum, in den ich rein kann. Okay.